Heute kommen wir mal zu einem der unterschätztesten Mangas meiner Meinung nach. Plus Anima ist ein Manga aus dem Jahre 2001. In Deutschland erschien er im Jahre 2004 im Tokyo Pop Verlag. Gezeichnet wurde er von Natsumi Mukai. In der Welt von Plus Anima gibt es tierähnliche Menschen. Diese mysteriösen Mutanten nennt man Plus Anima. Doch wie man erwarten kann, werden sie wie Ausgestoßene behandelt. In diesem Manga begleiten wir vier dieser Plus Anima. Den Rabenjungen Koro, den Fischjungen Husky, den Bärenmann Senri und Nana, das Fledermausmädchen. Zu viert machen sie sich auf der Suche nach weiteren ihrer Art. Und wir erleben mit ihnen eine einfach wunderschön erzählte Geschichte. Wer jetzt hier auf viele Kämpfe hofft in Kombination mit den tränenreichsten Geschichten, ist hier leider fehl am Platze. Plus Anima geht eher mehr in die Richtung eines Slice-of-Life-Mangas. Im Groben wird einfach erzählt, was unsere vier Protagonisten auf ihrer Suche erleben. Und hierbei gibt es lustige Parts sowie mehr ernste Parts. Dennoch nie ins Extreme des ein oder anderen. Dieser Manga macht im Grunde nur eine Sache wirklich richtig und das ist Storytelling. Wobei man auch sagen muss, auch die Zeichnungen sehen wunderschön aus. Dafür, dass der Manga nun mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen ist, muss man einfach sagen, dass er sich selbst heute noch gut anschauen lässt. Dazu kommt, dass die Charaktere, zumindest mal die Hauptcharaktere, sehr detailreich in ihrer Story sind. Alle haben ihr eigenes Wesen und die spielt sehr gut in die Geschichte rein. Die Gruppe passt optimal zusammen und so bindet man sich sehr stark an die Hauptcharaktere. Die Nebencharaktere, naja, die bleiben leider doch öfters mal etwas auf der Strecke. Auch hier wären ein paar Potenzialsbolzen dabei gewesen. Aber nun gut, der Manga ist nun mal nicht perfekt. Ich würde ihn euch allen sehr gerne ans Herz legen. Auch wenn es nicht die actionreichste Story ist. Aber es ist wirklich schön zu lesen. Gerade um sich vielleicht mal von den sonst so üblich spannenden Abenteuern mal etwas zu erholen. Einfach ein Manga für zwischendurch. Wenn euch mein kleines Review zu Plus Anima gefallen habt, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen Klick auf den Abo-Button. Wenn ihr diesen Manga schon gelesen habt, dann schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare, wie er euch denn gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.